So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen. Speichern. Wählen. Okay, herzlich willkommen hier bei einer neuen weiteren Folge von Let's Play Bioshock. Wir sind immer noch recht neu hier unterwegs. Klar, zweite Folge. Wir sind... Wir haben gerade gesehen, wie einer von einem ziemlich großen Bohrer aufgebohrt wurde. Das sah nicht so angenehm aus. Ich kann noch nicht einschätzen, ob der böse ist oder nicht. Kuchen mit Creme. Boah, das ist schon mit Creme, schon jetzt schon was Geiles. Hier ist ein Spawn Point. Nichts als Gerede. Ja. Verbindet. Ah, so verwendet man Verbandskasten. Ich will nur jemanden kennenlernen. Aber hier ist ein gefährliches Pflaster. Komm zurück! Ich hab dich nur gemeint! Nein! Okay. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Okay. Das hat überraschend gut funktioniert. Oh, das ist auch so ein Riesenvieh, ne? Ah. Das ist so dunkel, das sah aus, als wäre da... Oh ja, oh ja! Ein bisschen besoffen. Okay. Also, dass man die Helligkeit nicht ändern kann, ist ein bisschen bescheuert, weil teilweise sind Ecken hier echt super dunkel. Bandagen. Verbandskasten, Kästen finden wir einige. Und... Ah. Das erinnert mich ein bisschen an Fallout, den Fallout-Dude. Aber ich weiß nicht, ich hab auch nie ein Fallout-Teil gespielt, aber das ist... Sicherheitsalarm ausgelöst. Oh nein. Bossfight? Einfach. Ich warte. Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Näppchen abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Ja, jetzt. Okay, ich muss echt gucken, dass ich besser mit diesem Plasmazeug ziele. Wie ist denn bei? Wieso kann ich dem Dude eigentlich vertrauen? Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Ich
sie nicht. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das Vidanje. Was immer dir lieber ist. Machst du wieder zu? Okay. Medical Pavilion. Okay. Pavilion? Ja. Nutze den Notzugang. Kann ich mir Verbandskasten mitnehmen? Sollte mir das Sorgen machen? Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Objekte kaufen. Willkommen im Zirkus der Werte. E-Spritzen, was 4 von 9. Eine E-Spritze stellt dein Eve augenblicklich bis zur derzeitigen maximalen Kapazität wieder her. Eine Flasche Wodka stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Aha. Sind verlässlich, wenn es darum geht, fast allen Zielen Schaden zuzufügen. Nicht genug Geld, um dieses Objekt zu kaufen. Ja, ich spare mal noch. Untersuchen. Hacken. Gehackte Sicherheitsputzen auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, in denen du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis hat für den gewünschten Effekt. Was? Platten mit dem linken Finger aufdecken und austauschen. Okay. Ah, das ist auf Zeit. So. Oder? Hack erfolgreich. Gehackte Sicherheitsbotzen auf deiner Seite greifen deine Feinde an. Das war ja einfach. Bleib von meinen Papieren weg! Nur
Moment. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Mhm. Heißt, die haben zusammengearbeitet früher. Also ich hatte jetzt extra mal diese Mücke da losgeschickt. Die mal den Loot für uns übernimmt. Option. Sicherheitsalarm ausgelöst. Perfekt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob überhaupt noch ein Mensch ist. Neues Ziel, hol dir Steinmans Schlüssel. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Anders Banditen sind immer auf. Nochmal rein. Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du kneifst, gewinnen die Banditen. Wie kommt man hier rein? Das ist unsere Art zu leben. Vorne ist ein Hebel. Ich wette, ich muss den Hebel betätigen, aber ich muss dann da hochkommen. Das heißt, ich muss hier noch einmal durch. Warte mal. Ah, ich schalte Sprinten um. Okay, das ist entspannt. Danke für den Besuch. Maschinengewehr. Drücke Umschaltwaffe aus dem Umschalt. Verfügst über Spezialmunition, benutze mittlere Maustaste, interessant, und B, um die Munition und B zu wechseln. Welche Richtmunition? Panzerbrechend. Das ist B. Du hast mich ruiniert. A. Oder B. Renn nicht so! Der Recall ist immer anders los. Okay, das sind ein paar. Oh Gott. Aua.
Alter, was war denn das? Das war immer anderer Stress. Ich muss unbedingt das Eve-Zeugs aufladen. Was ist das? Eine Handtasche. Okay, also das waren definitiv nicht die letzten Gegner, die wir jetzt sehen. Die Hecken, solange sie deaktiviert ist. Nein, ich will dahin. Erfolgreiches Hecken bewegt dieses Geschütz, den Spieler arbeitet. Ja, dann hacken wir doch mal. Okay. Oh fuck. Gerades Rohr, gerades Rohr, gerades Rohr. Gerades Rohr. Nee, so mehr gut. Querrohr. Querrohr. Jetzt haben wir ihn dann tauschen. Okay, noch ein gerades Stück. Komm. Gib mir ein gerades Stück. Ah, ja, gut. Das war ja einfach. ohne Stress. Hack erfolgreich. Ich finde das ganz lustig, das Hacken. Ja, unhöflich! Unhöflich! Es war ein Vergnügelchen. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Okay. Bei der Suche. Okay, also hier geht's auch um Schönheits-OPs und Co. Also das ist alles so ein. Ich will hacken. Hacken macht sau Spaß. Okay, wir müssen da hoch. Gerades Stück. Gerades Stück. Gerades Stück. Jetzt könnte man schon mal
Genau, eine Querkurve machen, dann tauschen wir die zwei aus, dann tauschen wir die zwei aus. Dann machen wir hier oben eine Querkurve rein und hier oben ein Geradestück rein. Easy. Ich finde das Hacken cool. Entschuldigung. Ja, dem Ding ist nicht so gut und zur Drohne haben wir leider durch die Drohne verloren. Oh, hacken? Warte mal. Munitionsautomat. Am Verkaufsautomaten erhältst du eine Reihe verschiedener Munitionssorten. Die meisten Munitionsautomaten haben allerdings nur eine kleine Auswahl seltener Munitionstypen. Durch erfolgreiches Hacken kannst du den Preis für alle verfügbaren Munitionsarten reduzieren. Das nicht besser ist. Egal, ich probiere es. Oh, das ist Schwierigkeitslevel wahrscheinlich. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da muss man das Richtige finden, ne? Ich will das nochmal probieren. Das Ding, komm. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein gerades Stück. Ja, so wird das nichts. Okay, das ist sau schwer. So, so. Ein Querstück. So, ein Stück nach oben, so, ein Stück nach oben, so. Die zwei tauschen wir noch aus. Dann ein Rechtsbogen. Noch ein gerades Stück. Okay. Puh. Das war deutlich stressiger schon. Ich finde das toll. Das Hacken ist klasse. So, das zeig mal. Pistolenkugeln. 19, Schrot. Ich glaube, davon sollten wir uns ein bisschen was holen. So. Antipersonenpatronen für das Maschinengewehr. Diese Patronen wurden speziell für hergestellt, um gepanzerte Ziele wie Splicer zu neutralisieren. Ich lasse es mal so. Hm, das geht auch. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Oh, Entschuldigung. Verkaufsautomat. Zum Verkauf, darunter oftmals Munition, Verbandskasten, E-Spritzen. Jeder Automat bietet verschiedene Auswahl an Objekten an. Die meisten Verkaufsautomaten haben ganz unten Objekte, die erst dann verfügbar werden, wenn du die Maschine automatisch gehackt hast. Ein erfolgreicher Hack reduziert außerdem die Preise. Jo, wir hacken den nochmal. Ich mag das Hacken wirklich. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. So. Ein gerades Stück. Gerades Stück. Okay, das ist knapp gewesen. Bogen nach rechts. Bogen nach oben. Bogen nach oben. Okay. Überladung verursacht einen Kurzschluss und massiven gefährlichen Strom unbedingt vermeiden. Okay. Sehr schön. Brauche ich davon irgendwas? Das
wäre, glaube ich, ganz praktisch. 20. Einen hole ich mal davon. Und die anderen Sachen haben wir ja. Gut. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich muss da runter, oder? Heilen, $16. Medi-Station. Die Medi-Stationen sind zwar teuer, füllen dafür aber auch dein Gesundheitsbein komplett wieder auf. Das erfolgreiche Hacken einer Medi-Station verringert den Preis für Heilung, sorgt dafür, dass Splicer, die diese spezielle Station nutzen wollen, Schaden nehmen. Wenn du eine Medi-Station zerstörst, kann es passieren, dass Verbandskästen herausfallen. Der Nachteil ist natürlich, dass die Station dann noch nicht mehr zu gebrauchen ist. Verbandskasten. Ich mach die, hab die jetzt mal kaputt gemacht. Da ist auch noch eine. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich machen. Wer ich sag, sie steht mir zu. Mieser Diss. Komm zurück! Noch ein Versuch! Nichts reingebetet. Jo, okay. Wir haben noch so eine Medi-Station. Ich hack die nochmal, weil ich das Hacken ich cool finde. Ich heile mich doch jetzt nicht. Ach, das ist der Kindergarten. Hoffe ich. Die mal aus, dann mal das so schon mal. Dann machen wir das so. So, noch ein gerades Stück irgendwo. Zack. Schön. Kommt noch $10. Ja, ich mach's nicht. Ich wollte die einfach nur hacken. Vielleicht gibt's ja ein Achievement dafür. Für möglichst viele Sachen hacken. Okay, also hier gibt's echt noch einiges zum Begutachten. Oh, hi. Dedede. Dabei gab. Ich finde es aber auch echt klasse, dass man hier so viel anhören kann. Das macht es echt. Oh fuck. Nein! Feuer entspannt. Oh ja. Kaffee. Loving Memory. Okay, bevor wir aber hier irgendwas machen, würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich gucke mich dann auf jeden Fall noch ein bisschen da drüben um, weil wir haben noch ein bisschen was zum Gucken. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.